Wir sind heute Abend hier in Laufenburg am Gala-Abend der Empfang der Gäste für das Aargauische Musikfest 2018. Ohren auf das Aargauer Musikfest am Rhein hier in Laufenburg. Ich habe jetzt zwei ganz spezielle Gäste bei mir, und zwar Gäste, die eigentlich normalerweise auf der anderen Seite stehen. Es sind das Nicole Bühler und Andres Hauser vom Radio Argovia. Herzlich willkommen. Danke vielmals, hallo. Ihr seid heute Abend unsere Moderatoren hier an diesem Gala-Abend. Wie kommt eine Radiomoderatorin oder Moderator vom Argovia, wo vielleicht nicht so groß musikalisch nahe ist, zu diesem Job? Ja, ich bin in Laufenburg aufgewachsen und dann liegt es natürlich nahe, dass man sich gerne auch für Laufenburg engagiert. Ich habe immer noch sehr viele Bezugspunkte zu dem Ort, zu Laufenburg. Meine Familie wohnt noch hier und lebt noch hier. Und darum war es eigentlich auch gesund wie ihr, wo die Anfrage kam, weil es heisst, hey, ihr seid doch aus dieser Region, wollt ihr den Abend moderieren? Da haben wir nicht lange gezögert und haben gesagt, ja, dann machen wir es sehr gerne. Und darum sind wir jetzt heute oben auf der Bühne gewesen. Gut, natürlich, wenn man hier von Laufenburg ist, dann ist es sicher sehr nahe. Und der andere, der kann ich gar nicht anders sagen, wenn er muss ja einfach da machen, wo mir Gold zeigt, dann ist das richtig. Ja, so wie es ist, wenn Frauen etwas sagen, dann ist es einfach mal. Nein, es ist, ich bin eben auch von Lückeren und eben, wir machen ja die Sendung zusammen und dann ist eigentlich auch hier vom Komitee aus, haben wir zuerst mal überlegt, ja, wo könnten wir überhaupt jemanden brauchen, weil es sind ja dann auch noch Festtage, die Wochenende noch, wo können wir überhaupt jemanden einsetzen, dann haben wir gesagt, ja, wir würden uns Bein zur Verfügung stellen, für irgendwie eine Art und Weise etwas zu moderieren, sei es das Rampenlesen, sonst etwas. Und ich habe selber eben 12 Jahre lang Musik gemacht und dann haben sie dann gefunden, komm, wir machen doch zusammen den Gala-Abend, der passt gut, dann ist es ein bisschen locker, weil es ein lockerer Abend sein, ein gemütlicher Abend und nicht so ein Sturm. Sehr gut, jetzt habe ich eigentlich schon alles erfahren. Wie seht, ihr seid normalerweise Moderatoren. Ich habe gerade letztes Mal einen kleinen Kurs besucht, wie man das machen kann. Es ist auch um Unterbrechung gegangen. Wie kann man Fragen stellen? Aber du hast eigentlich schon alle Antworten gegeben und ja wollen, wie du zum Beispiel zur Musik gekommen bist oder ob du Musik auch verbunden bist. Du hast halt das Musikinstrument gespielt. Ja, darum bin ich angefangen und die Gorn ist nachher schon selber. Wie ist denn dir, Nico? Ja. Sicher auch. Du hast Posaune, Tuba. Richtig, in dieser Reihe gehabt. Dann habe ich mal eine Zeit lang noch Trompete gespielt, Geige, die zweite in der zweiten Reihe. Nicht neben dem anderen? Nicht neben dem anderen, nein, da spiele ich die erste Geige, selbstverständlich. Nein, ich muss sagen, selber Musik machen kann ich ein bisschen vernachlässigt in der Jugend. Also ich bin im Blockflötenunterricht geschickt worden, denkt zumal von meinen Eltern. Es hat mir irgendwie nicht so gepasst. Nachher habe ich mal noch kurze Zeit Gitarre gespielt, aber auch wieder gleich aufgegeben. Ich habe Musik lieber gehört. Ich bin wahnsinnig Fan. Ich war die, die vor dem Radio gehockt ist und Kassettchen, Play und Record gedruckt hat und vorgespult und hinterher und den Moderator zugelassen und aufgenommen. So habe ich Musik konsumiert. Aber das war eigentlich zu unserer Zeit noch, aber wir sind so jung, dass das Gitarre gemacht hat. Nein, mit dem bin ich aufgewachsen. Das erste, als ich auf 84 bekam, war ein Walkman und später ein Discman. Jetzt, wenn Ohren auf, ist das Motto von dem Musikfest eigentlich auch gerade das richtige Motto für einen Radiomoderator, weil Augen auf nützt für Radio nicht so viel. Oder? Nein, wir sagen immer, wir haben beide ein Radiogesicht, darum arbeiten wir dort. Genau, wir sind auf die Ohren angewiesen, dass uns die Leute zulassen, haben Freude, wenn uns die Leute zulassen und darum das Motto, das wir bestens kennen. Ich habe ja eigentlich mir überlegt, was frage ich euch. Aber eigentlich muss ich mir die Frage stellen, was fragt man, wenn man auf dieser Seite einen Radiomoderatoren hat? Was würde ich fragen? Also ich würde mal jemanden fragen, wie muss man sich so den Alltag im Studio vorstellen? Das ist ja gemütlich, ihr spielt immer Musik, dann redet ihr so spontan mit etwas und dann könnt ihr wieder Musik hören und dann habt ihr noch 3 Bildschirme im Studio und könnt euch im Fernsehen schauen. Viele stellen sich den beruflich auf alles vor, das merkt man. Hast du so gemacht? Du hast dir so vorgestellt? Ich glaube, wir sind beide, die wir entschieden haben, dass Radio etwas wäre. Sind wir, glaube ich, so jung gewesen, dass die Vorstellung wie gar nicht gehabt ist, was genau ist. Einfach gedacht, es ist einfach ein super Job, oder? Hat dich jetzt unterbrochen? Bewusst natürlich. Das ist etwas aber im Kurs. Wenn es langweilig wird, bricht man einmal ab. Das ist nicht alles richtig. Nein, ich bin natürlich an dieser Stelle noch mal einhängen. Ich habe unterbrochen, um immer das Wort geben, damit er auch mal zum Wort kommt. Ja, ja. Aber die Frauen schwierig, da wissen wir. Der Studioalltag ist halt schon viel anders, als man sich vielleicht vorstellt, wenn man so ein Auto unterwegs ist und gerade im Radio los. Das ist schon so. Also, wenn ich Kollegen oder Freunde erzähle, wir können am 3 Uhr arbeiten oder wir können am 3 Uhr auf Sendung bis mal, wie ich das sage, wir jeden so würde ich auch gerne arbeiten. Wir zwei starten unseren Alltag aber am Morgen um 10 Uhr mit der ersten Sitzung und dann tust du sehr viel vorbereiten, oder? Und da braucht es auch viel Vorbereitungszeit, weil manchmal ist das Interview von 20 Minuten geht und am Radio darfst du nicht mehr als 2 Minuten senden.
das geht jetzt mir und nachher auch so, oder? Weil das Interview, das wir noch zeigen wollen, das sollte auch nicht mehr in 3 Minuten gehen. Aber wir haben natürlich ein bisschen mehr und das werden wir auch machen. André, du hast vorhin auch gesagt, zu dem Thema Uhren auch noch, das passt ja zu mir. Ja, genau. Wie kannst du die Gerechtigkeit auch rausnehmen? Ja, ist das im Radio so? Ja, das ist es schon so. Manchmal kommt etwas unerwartet und du bist ja erschrocken, wenn ich sage, du hast grosse Uhren. Also, als hättest du es eigentlich gar nicht gewusst selber. Oder? Und du siehst, du lachst und das ist die Hauptsache. Glücklich sein und Freude. Und dann, man muss Gespür haben, wenn das man das kann sagen kann. Es ist also auch nicht so gemein, ich weiss es. Gut, jetzt gehen wir ja auf dem Gala oben raus, wo wir moderiert haben. Das heisst, Fest fängt richtig an. 4 Tage sind jetzt vor uns. Wir sind nicht mehr dabei. Geht da? Ich meine, ihr seid ja jetzt wirklich ganz Hauptdarsteller rein, oder kannst du es nicht? Ja, nein, das stimmt nicht. Nein, also Musikanten sind ja eigentlich die Hauptdarsteller. Nein. Also liegt sicher jetzt auch Musikfest, so wie ich glaube, du könntest auch noch Robbie Williams eben anspielen. Stellen. Und wir haben Freude gehabt, dass ihr das gemacht habt, dass ihr die andere Seite auch reingebracht habt. Und ganz speziell, ich finde es gut, ich bin in der Kommunikation für den Aargauischen Musikverband tätig. Wir versuchen auch das Radio Argovia irgendwie mit einbeziehen. Wir haben ja auch von 10-Jährigen bis 80-Jährigen zu unserem Publikum gehören. Und darum möchten wir auch das Radio Argovia können, ein bisschen mit einbeziehen. Und ihr habt das uns gegeben heute Abend. Und dann haben wir uns auch in anderen Bereichen gegeben. Machen. Ich habe dann gesehen, vor einem Monat, dass ihr auch ganz lustig habt bei eurem Studio, wenn man so mit dem Baby umlaufen kann. Also da sind viele Sachen. Ich hoffe, dass wir es wieder einmal sehen. Ich hoffe, dass ihr Spass habt, auch in einem anderen Monat, wenn es vielleicht Blasmusik heisst. Oder vielleicht könnt ihr easy, habt ihr euch gezeigt, heute Abend, dass euch das Spass macht. Danke nochmal für den Job. Und weiss nicht, habt ihr noch ein Schlussvotum von eurer Seite, so neben Match 2-1 von der Schweiz? Ja, Uhren auf! Genau, kommen wir das Musikfest auf Laufenburg, es lohnt sich, die Organisatoren haben sich einiges einfallen lassen. Es wäre schade, wenn wir das verpasst und darum eben Uhren auf!